Also hier in Straßburg, überall so Kofferchen. Und wo habe ich das mal gesehen? Es sieht ziemlich schrecklich aus hier. Ich meine, wo sind die Leute? Hä? Ja, ja, Auschwitz natürlich. Da gab es Berge mit Koffer, Berge mit Bilder. Da kommt das Wort, die Bilderberge her. Der Prinz Bernhard, ne? Ein ehemaliger SS, der Prinz der Finsternis. Und die Elsässer, das sind ethnische Schweizer, was ich in meinem Film Das Schweizer Biest, Basislager des Teufels, erkläre. Das heißt, die Konzentrationslager, die kommen bald. Und dieses Mal kommen die Moslems da drin. Und gerade nebendran hier in Straßburg gibt es, das ist natürlich die Gemeinde hier, der Feind im Innern, das Verrathaus, die da ihre Geheimsymbole hier geben. Das heißt, die Konzentrationslager, die kommen bald. Ja, diese Pharaonen hier. Und gerade nebenan gab es das einzige echte Konzentrationslager in Frankreich, der Struthof, wo sie 22.000 Leute da grausam ermordet haben mit medizinischen Versuchen, die alle ihre Koffer da hinterlassen haben. Und natürlich kommt jeder hier vorbei, ne? Alle laufen hier vorbei, alle sehen das.